meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift lesen könnt, wird es heute in diesem Video um meine aktuelle Haarpflege und ja, Haarroutine gehen. Ich möchte euch zeigen, welche Produkte ich benutze. Wer meine Vlogs von euch schaut, der weiß ja, dass ich mir von Kérastase einige Sachen bestellt habe. Und heute möchte ich einfach mal drüber reden, wie ich die Produkte finde und wie ich die Produkte in der Anwendung finde, was mit meinen Haaren passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, drehe ich euch nochmal gesondert ein Video ab, wo ich dann wirklich die Produkte anwende und euch die Anwendung zeige. Ich denke, so wird es vielleicht ein bisschen übersichtlicher werden. Das ist meine aktuelle Haarlänge und ich muss sagen, ich komme da leider nicht drüber. Die Sache ist, 2015 bin ich mit Arthur zusammengezogen und ich glaube, ich hatte so lange Haare ungefähr. Also die waren wirklich extrem lang und gar nicht plissig oder brüschig. Und seit wir zusammen wohnen, brechen mir die Haare ab und ja, die splissen total. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, denn ich habe vorher auch geglättet und geföhnt, ne? Da hatte ich aber irgendwie ganz, ganz tolles Haar. Ja, und mittlerweile ist es leider nicht mehr so toll und was ich dagegen mache, ist auf jeden Fall keine Hitze mehr an den Haaren anwenden. Also ich föhne nicht mehr und ich glätte nicht mehr. Das ist ein enormer Fortschritt für mich, denn ich muss euch sagen, vorher, also wirklich bis vor 2 Monaten oder so, habe ich immer geglättet und geföhnt. Und das ist natürlich der Tod für jedes Haar, ist ganz klar, dass die Haare dann abbrechen und splissig werden. Ich würde sagen, ich habe genug über meine Haare gequatscht und jetzt gehen wir mal über zu den Produkten, die ich aktuell benutze. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, sind diese Biotin-Tabletten von DM. Von der DM-Eigenmarke Das Gesunde Plus Biotin. 5 Milligramm Tabletten für Haut, Haare und Nägel. 60 Tabletten sind dort enthalten. Aktuell ist meine Packung auch wieder fast aufgebraucht. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich nehme diese Tabletten seit länger als einem Monat ein. Und mir ist etwas aufgefallen, aber ich kann das noch nicht so ganz zuordnen, woher es kommt. Und ich weiß auch nicht, ob ich euch das jetzt so richtig zeigen kann. Ich habe ganz viele Babyhaare bekommen. Ich kann mich leider nicht im Display sehen, also das ist zu weit weg. Nur mit Brille könnte ich mich sehen. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele Babyhaare bekommen. Und das ist wirklich ganz neu. Also das habe ich gemerkt, als ich mir einen Dutt gemacht habe. Und da hatte ich da vorne überall so Babyhaare und dachte mir so, hä? Also ich hatte das wirklich nie. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Eventuell von diesem Produkt, aber ich möchte mich da auch nicht 100% drauf festlegen, ne? Aber es könnte echt sein. Diese Tabletten habe ich übrigens von einer Zuschauerin empfohlen bekommen. Und wenn das wirklich die Wirkung der Tabletten ist, dann finde ich es echt cool. Die sollen halt einfach, wie gesagt, Haut, Haare und Nägel unterstützen. Dann kommen wir mal zu meiner Haarbürste. Da benutze ich den Tangle Teaser in Kompakt. Den gibt es ja auch noch in Groß. Aber ich komme mit dem irgendwie echt super gut klar und jeder, der einen Tangle Teaser besitzt, weiß, wie angenehm es damit ist, sich die Haare zu bürsten. Man bekommt selbst Knoten rausgebürstet. Im nassen Zustand kann man sich damit auch die Haare bürsten, ist kein Problem. Ich kämme meine Haare aber nicht im nassen Zustand. Ich lasse die erst trocknen und kämme sie mir dann durch. Ihr wisst ja, nasse Haare sind ziemlich empfindlich, deswegen mache ich das einfach erst, wenn die getrocknet sind. Thema Haargummis, da sind diese wirklich sehr, sehr gut. Die haben einfach keinen, wie soll ich das denn sagen? Kein Ende. Ihr kennt ja die Haargummis, wo dieses Klebeende haben oder dieses Klebestück, was extrem schlecht für die Haare ist. Oder dieses Metallstück. Solche Haargummis sollte man natürlich am besten nicht benutzen, weil das macht einfach die Haare kaputt. Davon bekommt man Spliss und Haarbruch, ne? Und ich benutze solche Haargummis hier. Sind jetzt nicht sonderlich schön, aber super gut für die Haare. Und was ich noch mache, ich flechte mir am Abend immer 2 Zöpfe. Aber ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen am Grübeln, ob das nicht vielleicht sogar schlecht für meine Haare ist. Denn mir ist aufgefallen, an den Spitzen ist nichts und hier mittig habe ich Spliss bekommen. Also quasi, wo der Haargummi nachts sitzt oder ich weiß es nicht. Es ist ja immerhin eine Reibung zwischen den Haaren, wenn man die Haare flechtet und so weiter, ne? Und man dreht sich ja auch nachts sehr, sehr oft. Ich bin mir wirklich noch ein bisschen unschlüssig. Also ich weiß nicht, ob dieses Flechten meinen Haaren schadet oder nicht. Also ich kann es mir nicht so ganz erklären. Die Haare sind auf jeden Fall sehr, sehr weich am nächsten Tag und natürlich so leicht gelockt. Wenn ich die Haare offen lasse und damit schlafe, sind die Haare immer sehr verknotet und trocken. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr eure Haare nachts tragt, also offen geflochten oder sonst wie und wie ihr damit zurechtkommt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Jetzt zeige ich euch die Produkte, die ich für meine Haare benutze. Als Shampoo habe ich einmal dieses hier. Das ist von der Kérastase Resistance Serie. Vielleicht sagt euch das was. Diese Serie ist für sehr brüchiges, Moment, Haarbad zum intensiven Aufbau der Haarfaser für stark strukturgeschädigtes Haar, Erosionszustand 3 bis 4 und dann gibt es noch für Erosionszustand
1 bis 2. Und ich muss sagen, ich habe ja wirklich brüchige, splissige Haare, deshalb habe ich mir diese Serie geholt. Ich lege den Fokus beim Haarewaschen auch immer nur auf die Kopfhaut. Das solltet ihr auch tun, denn die Längen und Spitzen, die sind in der Regel nicht schmutzig und brauchen kein Shampoo, sondern wirklich nur die Kopfhaut, da wo eben ja auch das Fett ist. Die Kopfhaut fettet ja. Also da habe ich einmal dieses Shampoo. Und dann habe ich noch dieses Shampoo. Ich benutze zwei verschiedene Serien, also ich kombiniere die, denn ich habe mal gehört, dass das besser sein soll für den Haarwachstum oder den Haarwachstum anregen soll. Ob das nun wirklich so ist oder nicht, da kann man sich drum streiten. Da kann ich persönlich jetzt auch noch nichts dazu sagen. Ich denke, da muss man die Produkte einfach ein bisschen länger testen. Als zweites Shampoo benutze ich von Kérastase das Nutritive Bane Magistral. Also tut mir leid, wenn ich die Namen der Produkte falsch aussprechen sollte. Hier sind auch wieder 250 ml enthalten und dieses Shampoo spendet Feuchtigkeit. Das hier ist zum Aufbau der Haare und das ist für die Feuchtigkeit. Ich muss sagen, wenn ich dieses Shampoo benutze, fühlt sich die Kopfhaut wirklich sehr gereinigt an. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich das Shampoo benutze, habe ich manchmal wie so fettige Stellen. Kennt ihr das, wenn ihr Shampoo zum Beispiel nicht richtig auswascht? Das Shampoo lässt sich ziemlich schwer auswaschen. Ich wasche wirklich immer sehr, sehr lang die Haare aus. Leider komme ich aktuell nicht so gut klar mit diesem Shampoo. Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren und dem Shampoo nochmal eine Chance geben. Aber dieses Shampoo finde ich wirklich extrem gut. Weiter geht's mit Conditioner. Da benutze ich auch wieder die aus derselben Serie wie die Shampoos. So, zum einen wieder den von der Resistor-Serie. Pflege zum intensiven Aufbau der Haarfaser für stark strukturgeschädigtes Haar. Vor dem Haarbad anwenden, um die Längen und Spitzen beim Waschen zu pflegen und zu schützen. Also die Sache ist, dieses Produkt soll man quasi vor dem Shampoonieren anwenden, weil das so eine Pflege für die Haare ist, danach shampoonieren. Dieses Produkt kann man aber auch ganz normal als Conditioner benutzen, habe ich auf Hairshop24 gelesen. Also ich mache das so, wenn ich dieses Produkt benutze, dann gebe ich mir das, also man muss die Haare nass machen, das gebe ich mir dann in die Längen und Spitzen. Dort muss es, Moment, 1 bis 2 Minuten einwirken. Nach der Einwirkzeit muss es natürlich gründlich ausgewaschen werden. Danach shampooniert man sich die Haare. Und danach könnte man das Produkt sogar nochmal als Conditioner benutzen, was ich auch oft mache. Und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Aber diesen hier finde ich tatsächlich besser von dieser Nutritive Serie. Diesen muss man allerdings, ich glaube, 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. Und ich muss sagen, wenn ich den benutze, sind die Haare ja weicher, aber ich denke, es liegt auch daran, weil dieser Conditioner quasi Feuchtigkeit spendet und dieser hier ist ja zum Aufbau und zur Pflege der Haare. Mein Favorit von diesen zwei Produkten ist aber ganz klar dieses hier. Also das gewinnt wirklich. Wenn ich diese zwei Produkte in Kombination benutze, muss ich sagen, sind meine Haare wirklich ein Traum. Also die ergänzen sich sehr gut. Shampoo und Conditioner habe ich euch gezeigt und jetzt kommen wir noch zu Haarmasken. Wie ihr seht, habe ich die Haarmasken auch wieder aus der gleichen Serie wie Shampoo und Conditioner. Zum einmal die Resistar-Serie und zum anderen die Nutritive, Mask, Magical, was auch immer. Und da muss ich sagen, gefällt mir diese Haarkur besser. Also Leute, fragt mich nicht, aber das ist wirklich nur mein persönliches Empfinden. Ich muss sagen, wenn ich diese Haarkur benutze, oh, die tropft, die stand eben noch in der Dusche, sind die Haare sehr, sehr weich und man merkt einfach, ja, man hat eine Haarkur gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Man merkt es richtig. Und nach dieser Haarkur war ich so ein bisschen enttäuscht, aber ich werde es auf jeden Fall alles nochmal so ein bisschen probieren. Aber zwischen diesen zwei Produkten ist das aktuell wirklich mein Gewinner. Diese Haarkur liebe ich sehr. Mache ich auch nur einmal die Woche und man soll die allerhöchstens 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Und ich mache meistens immer so die goldene Mitte, so 5 bis 7 Minuten ungefähr. Nachdem ich meine Haare gewaschen habe, lasse ich die wirklich erstmal extrem lange im Handtuch trocknen. Halbe Stunde bis 45 Minuten ungefähr. Und dann sind die Haare wirklich nur noch so leicht feucht. Und dann gebe ich mir immer dieses Produkt hier in die Haare. Wie ihr seht, ist das auch wieder von der grünen Serie, wieder von der Resistance-Serie. Das ist ein Haarserum, besteht aus zwei verschiedenen, wie sagt man das denn, Komponenten. Und wenn man sich das aufgibt, dann vermischen sich diese zwei Komponenten. Und ich muss sagen, wenn man das in die Haare gibt, das ist echt der Hammer. Die Haare, die sind so weich und glatt und ich kann es gar nicht beschreiben. Also wenn man dieses Produkt anwendet, kann man die Haare so gut durchkämmen, wie Butter wirklich. Und man merkt auch einfach, es stärkt die Haare und die Haare saugen es so richtig ein. Unter anderem soll es, glaube ich, Spliss verringern und ist für den Haaraufbau, hat einen Hitzeschutz integriert bis 230 Grad. Ich bin wirklich extrem begeistert von diesem Produkt und benutze es fast immer. Aber man soll ja natürlich auch nicht übertreiben, ne? Zu viel des Guten ist auch schlecht, denn das gibt komischerweise auch Spliss und Haarbruch. Also wenn man es übertreibt und wenn man zu wenig macht, ne, die Haare sollte mal einer verstehen. Dann benutze ich auch noch ein Haaröl. Da benutze ich dieses hier. Ich hoffe, man kann es erkennen.
von Wella, das Luxöl, restrukturierend und schützend. Und ich finde, wenn man das in die Haare gibt, merkt man auch, dass die Haare ganz, ganz weich werden. Aber man darf mit diesem Produkt auf gar keinen Fall übertreiben. Generell mit Öl sollte man ja aufpassen, sonst werden die Haare fettig oder leicht fettig. Ich nehme immer einen Pumpstoß für meine Längen und Spitzen, wenn die Haare nass sind, und manchmal auch nochmal dann, wenn die trocken sind. Dann gebe ich zum Beispiel am zweiten Tag nochmal ein bisschen von dem Öl auf. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für ein Haaröl benutzt. Ich muss sagen, mit Kokosöl oder so komme ich leider gar nicht klar. Also das kriege ich nicht mehr aus den Haaren, das Zeug, ne? Deshalb greife ich immer zu solchen Haarölen. Von Kerastase benutze ich auch noch ein Haarserum. Besser gesagt gibt man das auf die Kopfhaut auf. Und das soll eben die Kopfhaut pflegen und den Haarwachstum ein bisschen anregen. Aber, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Kein Produkt der Welt kann Haare wachsen lassen. Sonst hätten wir alle schon lange Haare wie Rapunzel, ne? Es soll wahrscheinlich das einfach so ein bisschen unterstützen, die Kopfhaut pflegen. Das Serum soll man allerdings nicht bei jeder Haarwäsche anwenden, sondern nur alle 2 bis 3 Haarwäschen. So mache ich das auch. Und schaut mal, das ist hier so eine Flüssigkeit in der Pipette und die gibt man sich auf die Kopfhaut auf. Und keine Angst, das fettet überhaupt nicht. Da hatte ich auch Angst gehabt. Das fettet nicht, gar nichts. Das Serum riecht auch wirklich extrem gut, ob es nun was bringt oder nicht. Also vielleicht sind daher auch die Babyhaare. Leute, ich kann es euch nicht sagen, ob das jetzt von den Biotin-Tabletten kommt oder von dem Serum. Auf jeden Fall habe ich kleine Babyhaare bekommen. Das muss ich auch noch erwähnen. Die Produkte von Kerastase riechen wirklich alles super gut. Da ist halt Parfüm drin, also Parfümstoffe. Ist auch nicht immer gut, denn viele Leute vertragen das nicht. Bei mir ist das auch mit Vorsicht zu genießen. Ich vertrage auch nicht alles. Generell bin ich sehr, sehr empfindlich, was Kosmetik und Haarpflege und alles betrifft. Die Produkte vertrage ich jetzt zum Glück, aber es gab auch schon Produkte, die habe ich absolut nicht vertragen. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch meine Lieblingshaarspange. Die ist von DM und ich muss sagen, ich liebe die. Damit kann man sich die Haare extrem gut wegzwicken. Das hält Bombe, ne? Nur weiß ich nicht, ob es die noch in Roségold gibt, als ich die gekauft habe. Das ist bestimmt schon ein Jahr her oder so. So, ihr Lieben, das waren die Produkte von meiner aktuellen Haarpflege. Wie gesagt, ich versuche wirklich nicht mehr zu föhnen. Ich lasse die Haare immer Luft trocknen. Das geht auch schnell, wenn man natürlich Zeit hat. Wenn man jetzt keine Zeit hat, dann kann man das leider nicht machen. Ich wasche mir die Haare immer gegen Abend und kann die dann wirklich trocknen lassen, bis ich ins Bett gehe. Flechte die immer ein. Da muss ich aber wirklich noch gucken, ob das so eine gute Idee ist oder nicht. Ansonsten, ich muss meine Haare alle 2 Tage waschen und ich kann es nicht länger rauszögern, manchmal so 3 Tage, aber dann muss es wirklich passieren. Ich persönlich möchte den noch nicht verlängern. Es gibt ja Leute, die können sich eine Woche nicht die Haare waschen. Man kann natürlich alles trainieren, man kann seine Kopfhaut daran gewöhnen, aber ich liebe einfach dieses Gefühl von frisch gewaschenen Haaren und ja, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, mir nur einmal die Woche die Haare zu waschen. Ja, ansonsten benutze ich, wie gesagt, sehr gerne dieses Serum, das Haaröl, aber natürlich alles auch nur in Maßen. Man sollte den Haaren natürlich auch mal ein bisschen Ruhe geben, zum Beispiel bei der einen Haarwäsche dann mal das Serum weglassen, das Haaröl, ne? Also nicht übertreiben auf jeden Fall. Und demnächst wird es dann auf jeden Fall auch nochmal ein Haarvideo geben, wo ich euch die Anwendung dieser Produkte auch nochmal zeige, dass ihr euch das einfach ein bisschen besser vorstellen könnt. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir doch gerne euer Feedback da. Habt ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben. Wir bauen den Weihnachtsbaum auf. Ich freue mich schon so sehr. Und die Woche drauf backen wir endlich Weihnachtsplätzchen. Sag mal, seid ihr denn auch schon in Weihnachtsstimmung? Ich finde, so langsam kommt's bei mir. Ja, so, genug gequatscht. Habt ein wunderschönes Wochenende und bis demnächst. Ciao!